Teams. Ich starte das Programm Teams. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder verwende ich hier die Desktop-App, dann muss man die zuerst herunterladen, installieren, oder ich nutze Office 365, logge mich ein bei office.com mit Mailadresse und Passwort und bin nun online bei Office 365. Hier starte ich Teams und sehe sofort verschiedene Teams tatsächlich. Das ist ein Team, da bin ich bei einem Team dabei, hier bin ich bei einem Team, hier hat es noch einige ausgeblendet. Also in einer Firma arbeitet man häufig in verschiedenen Teams und die will ich hier gruppieren und mit diesen Personen zusammenarbeiten. Warum soll ich denn das mit Teams machen? Das erspart mir Zeit und Weg, denn ich kann Sitzungen online führen und man sieht sich dabei. Ich kann Dateien austauschen, also man kann sich so prima organisieren und auch mal kurzfristig eine Sitzung einberufen. Wenn ich jetzt ein neues Team gründen will, dann gehe ich hier oben auf einem Team beitreten oder ein Team erstellen. Hier sage ich zuerst Team erstellen, hier ganz links, also Team erstellen und kann hier auswählen, ob das nun ein Kurs ist, also ich werde dann der Kursleiter, professionelles Lernen, Mitarbeiterteam oder andere. Ich wähle mal Mitarbeiter. Natürlich muss hier zuerst ein passender, kurzer, knackiger Name rein. Ich füge sogar zuerst das Jahr, den Monat und das Datum dieses Kurses ein. Es ist ein Kurs, und zwar heißt er Kurs Digital 2. Die Beschreibung: Digitales Arbeiten mit effizienten Werkzeugen. Dann nur der Teambesitzer kann weitere Mitglieder hinzufügen. Ja, das will ich. Gut, in Ihrem Betrieb gibt es vielleicht ein Team Herbstwanderung oder ein Team Werbung oder ein Team Personalevent und so weiter. Und jetzt geht es hier schon los. Ich füge hier Mitglieder dazu. Ich mache das nun einmal sofort. Man könnte auch später Mitglieder dazufügen. So, das ist die erste Adresse. Ich kann nun hier vorzu weitere Mailadressen hinzufügen. Und hier draufklicken, hinzufügen, hinzufügen, hinzufügen. Ich mache das nun. Das habe ich nun gemacht. Ich bin wieder zurück. Und zwar bei meinem Team, das heißt jetzt KAD, das verbessern wir nachher noch. Und hier unter Beiträgen sind hier bereits Informationen, was ich denn nun alles bereits gemacht habe. Ich gehe hier auf den Namen des Kurses, auf diese drei Punkte und verwalte das Team. Hier, das bin ich. Ich bin der Besitzer dieser Gruppe. Und hier sind bis jetzt 12 Gäste dabei. Ich kann hier das aufklappen. Ich sehe alle Mitglieder und ich könnte hier weitere Mitglieder hinzufügen. Als nächstes verändere ich natürlich das Bild. Ich will ein schöneres Bild. Ich klicke hier auf dieses Bild und sage, ich möchte ein eigenes Bild hochladen, denn diese Microsoft-Bilder, die gefallen mir irgendwie nicht. Also hochladen. Ich habe hier ein Bild, klick darauf, öffnen und genau, das ist nun das Bild, Digitales Arbeiten 2. Ich rolle nach unten und sage aktualisieren und jetzt habe ich das Team erstellt. Als nächstes erstelle ich Kanäle und dann will ich ja mit meinem Team einmal eine Sitzung abhalten. Das war's.